Ja, was ist denn da los? Sagt der DJ Nick. Habt ihr mir wahrscheinlich gerade schlucken gehört, oder? Bist du aufgeregt? Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Big Ambitions. Ja, es ist noch der Pausenmodus. Ihr seht es an dem roten Rahmen drumherum, der da so ein bisschen blinkt. Denn es ist schon dreiviertel zwei in der Nacht. Und ich frage mich in diesem Moment, warum sind wir denn noch wach? Wir. Moment einmal. Oh ja, das haben wir ganz gut aufgeladen. Fernsehen, wo wir jetzt auch nicht mehr. Wir hauen uns jetzt erstmal hin. Bin schon froh, dass wir keinen Schlafanzug anziehen müssen. Na, zuerst, bevor wir jetzt irgendwas angehen, wird die jetzt erstmal geschlafen. Und zwar bis um 10 Uhr, weil wir es uns leisten können. So schaut's aus. Die Abrechnung war schon da, die hat ganz gut ausgeschaut. Und jetzt noch schnell ein kleines Müsli. Ah, sehr schön. Unsere Fabrikteile sind da. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Muss uns im Moment eigentlich nicht so kratzen. Denn aufstellen werden wir es ja sowieso erst später, wenn das Personal dann fertig ist. Zwei Sachen, die ich mit euch jetzt ganz kurz mal schnell durchgehen möchte. Eine Hauptsache und eine Nebensache. Wir müssen noch einen LKW kaufen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ich denke, das wollte ich jetzt auch in dieser Folge gleich machen, weil dann ist es nämlich gemacht. Und genau, wir müssen jetzt erstmal unsere Steuer bezahlen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt als allererstes, damit wir das gleich mal vom Fuß haben, weil dann sind wir auch gleich in der richtigen Gegend, um euch eine ganz wichtige Sache zu zeigen oder, naja, was heißt wichtige Sache, euch zu zeigen, wie ich etwas mache, denn ich habe lange rumgerätselt, wie man das mit den Rivalen machen könnte. Und das zeige ich euch jetzt gleich. Jetzt machen wir uns erstmal schnell auf den Weg. Und zwar, jetzt muss ich suchen. Wo haben wir es denn? Internal Revenue Service. Ich glaube, das ist es. Oh, das ist ja hier gleich um die Ecke. Das wusste ich ja gar nicht. Na gut, dann sind wir auch schon da. Und ja. Genau, da sind wir. Wow. Richtig businessmäßig. Schaut, dass wir nicht so kontrolliert Dinge haben. Und berappen jetzt erstmal unsere Steuer, weil dann haben wir das sofort. Ja, logisch. 3,433 Millionen. Okay. Dann haben wir nur noch 10 Millionen. Bestellung aufgeben. Okay. Zahle mindestens 5 Millionen an Steuern. Ja, das haben wir locker schon erreicht. Ja, aber damit haben wir sehr schön was Wichtiges erledigt und ganz formal mit dem Anzug, wie sie das gehört, und haben jetzt erstmal wieder, wie lang? Ganz genau, 60 Tage haben wir unsere Ruhe. Wunderbar. Das war mal das. Und jetzt die zweite Geschichte, die wollte ich unbedingt mal zeigen. So, ich habe ja versprochen beim letzten Mal, dass ich mir jetzt wirklich so ein paar Rivalen mal anschaue und irgendwelche Läden raussuche, die man eventuell ja den Rivalen abkaufen oder abluchsen kann. Man will ja nicht jedes und alles nehmen. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Und was ich dann eben festgestellt habe bei meiner Suche, und ich habe sehr lange gesucht, ist, man kriegt wirklich nur sehr wenig. Das meiste gehört den Konkurrenten, die kriegen wir sowieso nicht, das brauchen wir auch gar nicht versuchen. Es sei denn, wir müssen so horrende Preise anbieten, dass es keinen Sinn macht. Und andererseits ist es ein einziges Gefrickel hier mit dem Suchen. Dann hast du wieder was, dann gehst wieder rein, also hier, dann habe ich da irgendwas, was ich habe, dann sehe ich das hier, dann gibt es keinen Zurück-Button. Das heißt, ich muss jetzt wieder, wenn ich sage, ja, ist jetzt doch nicht so, dann muss ich wieder auf die Rivalen gehen, dann fange ich wieder von vorne an. Und das hat mich dann irgendwie total geärgert. Ich habe schon den einen oder anderen Laden gefunden, aber... Wie sucht man richtig einen Rivalenladen, habe ich mir dann gedacht. Was ist denn eigentlich die klügste oder für mich persönlich, jeder sieht es ja anders, manche durchwühlen gerne diese Listen. Für mich die einfachste Lösung war dann folgende und das wollte ich euch mal zeigen. Es ist ja eh schon so ärgerlich, dass wir unsere eigenen Buttons nicht wegschalten können, aber zumindest haben sie eben diese Schlösser dran, dass man das sieht. So, ich habe das so gemacht. Ich habe jetzt alle Geschäfte, die in Frage kommen, also alle Produktgeschäfte, Elektronikladen, Schnellrestaurant, Florist, Gemüseladen, Geschenkeladen, Grafikdesigner gehören nicht dazu, Friseure, glaube ich, gehören dazu, ja, Juweliere, Anwaltskanzleien gehören nicht dazu, Nachtclub, Supermarkt und die Webentwicklung gehört auch nicht dazu. Das sind alles Büros, alles andere sind... Die Läden. So, und jetzt haben wir hier einen bunten Haufen von schönen Mixturen. Aber was halt einfach besser ist,
ist, dass man die jetzt schneller anschauen kann. Also hier haben wir zum Beispiel, wenn ihr euch die Mühe macht oder machen wollt, gebe ich euch noch einen Tipp. Schreibt bei euch die Namen, wenn ihr sie nicht auswendig wisst, von euren 5 Konkurrenten. 4 sind's, nee, 5 sind's, nee, 4 sind's. So 5 Zimmer, 4 Konkurrenten. Ingrid Schneider, Jessica Johnson, der Moreau, Huang Go, also ein asiatischer Name, ein französischer Name, ein ja, klassisch englischer Name und ein deutscher Name. Und wenn ihr euch die einigermaßen merken könnt, dann wisst ihr auch, was denen gehört und was ihr mit großer Wahrscheinlichkeit nur bekommt, wenn ihr viel zu viel bieten müsst. Ansonsten kommen viele Dinge in Frage. Und so finde ich persönlich, kann man diese Dinge schneller durchsuchen. Hier wäre zum Beispiel, haben wir eben im Besitz von Ingrid Schneider, wäre man nicht bekommen. Das ist eine direkte Konkurrentin und vor allen Dingen 14 Verkehrswert bei 1000 Quadratmeter möchte ihr jetzt nicht unbedingt haben. Und so könnt ihr euch etwas schneller durch diese Läden arbeiten, weil ihr einfach mehr Informationen bekommt über den Laden, als wenn ihr in diesen Listen rumfrickelt. Also finde ich persönlich, geht's so eigentlich besser. Und im Zuge dieser Geschichte habe ich jetzt einen entdeckt, den fand ich total cool. Ich habe noch kein Angebot gemacht, das wollte ich nicht ohne euch machen. Den hier. Hier haben wir einen Geschenkeladen. Ausrufezeichen. Mit Verkehrswert 40 direkt neben unserem Bekleidungsgeschäft in Mary Hill mit 1000 Quadratmeter, ein richtig geiler Laden, mit dem man richtig was machen könnte. Vielleicht nicht unbedingt einen Geschäftsladen. So, und wenn wir den hier öffnen, sehen wir, okay, er ist im Besitz von Thomas Hale, das Gebäude. Das ist jetzt kein direkter Konkurrent. Und hier könnten wir mal, und der ist auch preistechnisch mit 2,7 Millionen, ja, also für die Größe und für diesen Verkehrswert ein super, super Angebot. Und deswegen werde ich tatsächlich jetzt mal schauen, ob wir den für, weiß ich nicht, jetzt fangen wir mal mit 2,5 Millionen an. Nein, nicht 25 Millionen, um Gottes Willen. 2,5 Millionen an und schauen wir mal. Abgelehnt. Okay, hier würde ich sogar jetzt mal an die Schmerzgrenzen gehen. Jawohl, wir haben ihn sogar ein bisschen günstiger bekommen. Super. Ach, das freut mich jetzt. Jetzt hätte ich nie damit gedacht. So, und das wissen wir ja mittlerweile, das ist mit diesen Mitarbeitern immer ein einziges Chaos. Und das sind auch viel zu viele Mitarbeiter, vor allen Dingen viel zu viele Reinigungskräfte. Das müssen wir jetzt aussieben. Reinigungskräfte könnten wir vielleicht das ein oder andere brauchen. Deshalb schauen wir uns das jetzt mal in Ruhe an. So, wie hat der Laden jetzt nochmal geheißen? Hyperlink Solutions, den müssen wir einmal umbenennen. Das ist viel furchtbar. Freedom Ring. Freedom Ring. Gifts. Okay. Und da haben wir dann ja Leute, die ständig irgendwas wollen. Und was haben die so für Gagen? Zwischen 24 und die wollen dann, ja gut, Versicherung ist okay, es ist dann wieder nur Teilzeit. Die Reinigungskräfte finde ich jetzt interessant. Das wäre zum Beispiel jemand Vollzeit. Bei $23, die verlangen auch wahnsinnig viel. Also da bilden wir auch lieber unsere eigenen Leute aus. Muss ich ehrlich sagen. Warum in oh Gottes Namen hat der so viele Reinigungskräfte? Also, Freedom Ring Gifts wird geschlossen. Und ich würde sogar. Was der alles hat, Getränke und Kopfhörer und Smartwatches und kann man das in einem Geschenkeladen? Ja, kann man. Müssen wir mal schauen. Geschenkeladen, naja, tatsächlich, stimmt, da kann man ja jetzt auch diese Smartwatches und das alles.
Also, das gilt sich noch zu überlegen, ob wir den Geschenkeladen lassen oder tatsächlich hier einen anderen Laden einrichten. Ich würde aber trotz allem Freedom Ring Gifts ohne Schmarrn alle rauspfeffern. Alle Leute. Unsere selbst ausgebildeten Kundendienstler sind wesentlich, wesentlich günstiger, oder? Wir haben ja hier noch welche, naja, obwohl die sind jetzt auch bei $35, das ist sogar gar nicht mal schlecht. Jetzt sind aber die Freedom, die sind alle noch gar nicht richtig ausgebildet. Wenn die dann voll ausgebildet sind, ach so, das sind sowieso die Reinigungskräfte, dann kosten die auch so viel. Also ich glaube nicht, dass sich das noch irgendwas nimmt. Wir haben ja zum Beispiel jemand, der verlangt nur $24, hat 45. Wenn wir den jetzt noch voll ausbilden, dann ist es nur ein Teilzeitler. Also da würde ich jetzt wahrscheinlich wahnsinnig werden. Und deshalb, meine Lieben, bin ich da jetzt brettelhart. Ja, ihr wisst wahrscheinlich schon, was kommt, wenn ich das sage. Ja, die werden alle hinausgeschmissen. Nö. Nein. Ja. Die werden alle gefeuert. So. Und damit ist schon getan. Es gibt kein Zurück mehr. Jo. Jawohl. Und jetzt. Entschuldigung, habe schon wieder ein bisschen Mikroprobleme. Das ärgert mich gerade in letzter Zeit ein bisschen. Vier Registrierkassen, da ist die Frage. Nein, da. 20, 40, 60, 80, ja, die brauchen wir auch. Also da kann man nichts loswerden. Und von euch hätte ich gern gewusst, wenn ihr Lust habt, wollen wir den Geschenkeladen behalten oder wollen wir eventuell hier was anderes einrichten? Das ist zum Beispiel direkt hier neben unserer Hauptverwaltung, Kanal aus der Hauptsitz. Hier hätte man zum Beispiel noch einen recht interessanten, aber der hat einen Verkehrswert 11. Okay, das ist natürlich jetzt nicht so der Brüller. Wir wollen uns nur die Filetstückchen sichern. Also man könnte hier sind zum Beispiel lauter Geschenkeläden. Man könnte hier zum Beispiel ohne weiteres was anderes machen. Ich würde es jetzt gar nicht so betiteln, weil sonst würde ich euch irgendwie, also das ist ein Spitzenverkehrswert hier direkt an diesem Rund. Mal denn da, da haben wir ein Bekleidungsgeschäft, da haben wir schon Elektroladen, oder? Ja, Elektroladen wäre jetzt wahrscheinlich, da würde man uns wahrscheinlich selber ein bisschen Konkurrenz machen. Hier gibt es auch schon eine Konkurrenz, wenn ich das richtig sehe. Das ist hier. Nö. Das da. Ja. Electrowave. 1000 Quadratmeter mit 12. Also das würde ich jetzt mal noch abwarten, was uns dazu einfällt. Oder ob wir tatsächlich unseren Geschenkeladen behalten. Was wir tun können, ist, dass wir die. Wie haben wir denn da noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ganz unrunde Zahl, aber sollte man dann achten. Da haben wir noch welche in der Ausbildung, oder? Könnte man da vielleicht einen abziehen von denen, die in der Ausbildung sind? Boah, die sind eh schon recht weit. Das ist dann kein Problem, wenn der jetzt fertig ist, haben die nochmal 10% mehr. Da könnte man da schon mal einen abziehen und dann wären die zu 8. Und dann könnten wir da schon mal in einer Zweierschicht, könnten wir da schon mal vier Kassen besetzen. Also das wäre machbar. Auch Reinigungskräfte kommen jetzt langsam noch welche dazu. Ich weiß noch im Hinterkopf, wir müssen noch woanders Reinigungskräfte einsetzen. Also. Ja, damit lässt sich was machen. Was wir damit machen, ist jetzt die große Frage. Und da würde ich jetzt euch einfach ein bisschen
mitentscheiden lassen und mitarbeiten lassen, wenn ihr Lust habt. Wenn nicht, entscheide ich es halt dann selber. Werden wir dann schon sehen. Also, ich finde das vielleicht mit dem Geschenkeladen gar keine so blöde Idee, wobei wir mit unseren Geschenkeladen ja jetzt nicht unbedingt so einen Wahnsinnsumsatz machen. Das Hyperlink Solutions können wir eigentlich lassen, weil es unsere eigene Webagentur ist. Haben wir überhaupt noch ein Geschenk gehabt? Wir haben gar keinen mehr, oder? Nein, oder? Ja, stimmt. Wir haben ja alle aufgegeben. Nein, gibt's doch, freilich. Ach, schon. Hier. Ja, wenn man sich die Umsätze anschaut. Pff. 225, okay, wir haben natürlich jetzt keinen ganz großen Laden. Ich glaube, die haben alle 225. Midtown. Das ist sogar nur ein ganz kleiner. Das macht eigentlich noch kurz einen schlechten Umsatz. Und Murray Hill ist, glaube ich, auch ein ganz kleiner, oder? Jo. Das sind nicht die ganz kleinen. Also es wäre unser erster richtiger, grob, dicker, fetter, großer Laden. Als zweites müssten wir ihn halt nicht mehr umbauen. Kommt natürlich darauf an, wie er aussieht. Würde ich jetzt mal warten. Als allererstes, ich sage, wir sind schon lang. Hallo, Taxi, bitte. Ich lasse es jetzt mal wirken und lasse es auf euch wirken. Und würde jetzt, damit wir es nicht vergessen, das ist er nämlich, unser Truckhändler, würde jetzt mal ganz flugsi einen Truck kaufen. Das machen wir heute jetzt mal ganz so nebenbei. Oh, es gibt neue. Ach komm, die kenne ich noch gar nicht. Es gibt so ein Mittelding jetzt, Kurier. Ach, das sind die, die man, okay. Das sind die für den Umzugsservice, oder? Chef schreibt links. Chef schreibt links. Hallo? Wo ist denn hier der Chef? Können wir hier irgendwo... Ja? Das mache ich falsch. Muss mich doch hinsetzen und jetzt bin ich jetzt. Ah, das mache ich einfach so. Oh, mein Fehler. Farbe ist ganz schön wurscht. Nehmen wir mal grün, glaube ich, haben wir gar keinen. Und wir nehmen natürlich den großen. Klar, was kostet der 100.000? Naja, mittlerweile aus der Portokasse. Ja, und ich dachte, ich muss mich da noch hinsetzen, muss ich wohl nicht mehr. Und bringen den jetzt gleich mal in unsere Fabrik. Dann ist nämlich das auch erledigt. Und können dann gleich mal schauen, ob die Lieferung wirklich da ist. Aufbauen werden wir noch nicht. Da würde ich dann, ja, da wird es dann bestimmt eine Extrasendung geben, weil ich habe die Befürchtung, das wird ein bisschen länger dauern. Und da müssen wir dann auch mal die Bestellung aufgeben. Deswegen möchte ich jetzt auf alle Fälle aber jetzt noch die Lagerregale aufstellen, dass man auf alle Fälle mal eben Bestellungen machen können. Jetzt mal schauen. Jetzt können wir das eigentlich erstmal wieder ausmachen. Viel zu tun. Also nochmal kurz erwähnt, weil ich jetzt gerade alles so abschalte. Es bleibt natürlich immer euch, klar, bleibt es euch überlassen, wie ihr sucht. Klein. Wo waren wir? Ne, wir waren nicht hier, wir waren auch klein, oder? Hier waren wir, oder? Nicht, waren wir hier? Naja, da fahren wir jetzt mal hin. Ich glaube, dass es da war. Also, es bleibt euch überlassen. Ich bin so mit dem Suchen bei den Rivalen eigentlich ganz cool.
Das hat jetzt auch ziemlich gut funktioniert, wie eben ständig diese Listen durchzuwühlen. Das hat mir nach einer gewissen Zeit hat mir das wahnsinnig gemacht. Und dann werden wir ziemlich bald wahrscheinlich eine XL-Sendung machen, in der wir uns damit beschäftigen, wie man so eine große, dicke, fette Maschine aufstellt für unsere Burger. Jetzt hoffe ich bloß, tja, da müsste doch jetzt eigentlich, ach, da ist es. Ach, das ganze Gebäude ist die Fabrik, okay. Langsam lang. Alter, könntest du mir nicht so nah auffahren? Jetzt, einfach, ja. Die, nicht, bin ich denn jetzt? Sie hat das letzte Mal anders ausgeschaut. War das doch nicht die? Moment einmal. Mein Fehler, eine Sekunde. Fabrik 1, klein, 9.13. Sind wir jetzt? Ja, und da ist auch die Lieferung. Hä? War denn das, spinne ich denn jetzt? War denn das letzte Mal dieser Parkslot nicht an der Seite? Oder schaut es wirklich immer anders aus? Könnte es sein? Es könnte natürlich sein, gell? Ah, mit. Okay, wartet. Moment. Eieiei. Mitarbeiter, Schulung abgeschlossen. Okay. Wir haben wieder. Braucht man nicht mehr. Jetzt haben wir dann echt wirklich jede Menge Kundendienstler schon wieder. Das alles, das schaut gut aus. Okay. Ja, 15, ja, das sind immer noch unsere 7. Ich weiß ja, die müssen wir vielleicht einen Bonus zahlen. Jetzt sind wir gerade mal anderweitig beschäftigt. Nämlich genau, indem ich hier jetzt mal erst die Palettenregale aufstelle. Also das verwirrt mich jetzt echt ein bisschen. Jetzt muss ich mal nochmal schauen. Das hat doch neulich ganz anders ausgeschaut. Ich spinne doch nicht. Oder waren wir tatsächlich in einer anderen Fabrik? Muss man dann die Maschine da rundherum bauen oder wer? Das ist ja äußerst unglücklich, finde ich. Aber gut, dann soll es eben so sein. Dann platziere ich jetzt mal hier Palettenregale. Ich glaube, das reicht erstmal für die Bestellungen. Nö, passt es jetzt da nicht hin, oder wie? Können wir nachher alles noch verschieben? Das geht jetzt gar nicht. Ach, man kann sogar den Zustellungsort verschieben. Ach, das ist ja cool. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ein Zufall, dass ich das jetzt festgestellt habe. Dann stell doch den da rein, wenn wir da eh keine Paletten hinstellen können.
Lagerregal machen wir später. Alles andere machen wir später. Wahrscheinlich werden wir eh noch nicht alles haben, aber um das geht es ja nicht. Und dann werden wir in aller Ruhe mal schauen, ob wir das hinkriegen, dass wir das in Ruhe zusammenbauen. Wie erwähnt, machen wir eine Extrasendung. Der LKW ist jetzt mal da, der bleibt auch da. Dann hätten wir das schon mal. Jetzt schauen wir, ob wir das irgendwie. Ich müsste das ja jetzt eigentlich registriert haben, oder? Fabrik 3. Fabrik 1 klein. Ja. Der Truck ist da. Ja, wir brauchen noch den Fahrer. Wunderbar. Dann hätten wir das jetzt auch schon mal erledigt. Sehr schön. Lauter Kleinigkeiten. Und jetzt glaube ich, dass ich das jetzt so mache, dass ich die Leute. Ja, das ist jetzt ein bisschen eine Frage. Also, ich würde jetzt gerne noch warten, ob ihr irgendeinen netten Kommentar habt, ob ihr Vorschläge habt, was wir draus machen. Lasst mal den. Das Vernünftigste wäre natürlich. Wir finden jetzt erst einmal einen Parkplatz und schauen uns den Laden einmal an, ob man damit da einen Parkplatz, habe ich schon gesagt, ein Taxi wollte ich finden, nicht einen Parkplatz, weil ich habe kein Auto. Und wir schauen uns den Laden, und zwar war der hier. Den schauen wir uns jetzt einmal schnell an. Das ist ja wohl logisch. Also wir können ja eigentlich nichts machen, wenn wir nicht wissen. So. Oh, okay. Na, den finde ich ja gar nicht so schlecht. Ja, selbst dieses etwas pinkfarbene, ja, gewöhnungsbedürftig. Ach du meine Güte, mit einem Riesen. Ach herrje, und mit Kaffeemaschinen. Und das soll ein Geschenkeladen sein, wo dann die Leute hier sitzen und Kaffee trinken. Muss das denn sein? Das will ich eigentlich nicht. Ganz ehrlich, weil ich will hier keinen Kaffee herliefern lassen. Nee, weil ich also der felsenfesten Überzeugung bin, dass das nicht dazu beiträgt, jetzt mehr Umsätze zu machen. Oder wisst ihr mehr als ich? Gut, das Lager könnte man jetzt so lassen. Da ist der Anlieferpunkt falsch gesetzt. Den muss man woanders hinsetzen. Und auch die Reinigungsdinger, die werden gleich mal eingepackt, wenn wir die nicht brauchen, sonst haben wir die nämlich bloß blöd auf der Liste stehen. Ja, so Kleinigkeiten muss man ja immer machen. Also zwei Reinigungsstationen, seid's meine Böse, das reicht vollkommen. So, und dann ist halt jetzt die Frage. Gut, die Lagerregale kann man jetzt so stehen lassen. Ich glaube, es sind erstmal genug. Wollen wir das so lassen? Es ist ja, ganz ehrlich, das ist ja fast schade drum. Oder? Da wird ja wahnsinnig viel Platz verschwendet. Also im ersten Moment fand ich die Idee gut mit dem Geschenkshop. Jetzt finde ich, erkennt man ganz deutlich, 1000 Quadratmeter ist halt einfach zu groß. Also da ist ja wirklich eher die Frage, ob man nicht einen großen Elektroladen ausmacht, weil mit dem wird man halt wahnsinnig mehr Umsatz generieren. Da bin ich eigentlich ziemlich überzeugt. Mal davon abgesehen, dass mir das irgendwie als nicht Licht vorkommt. Das andere hier ist überhaupt gar kein Licht. Der braucht einen Lampen. Eieiei. Also bin ich ein bisschen unschlüssig. Das mit dem Fernseher finde ich ganz gut. Das Kaffee und so weiter, das würde ich hier alles raustun. Weil dann stellt nämlich jedes Mal in der Liste, ihr wisst es schon, und dann hast du jedes Mal eine Fehlermeldung, weil dann musst du den ja auch beliefern lassen. Und wir sind eh immer so knapp dran mit unseren Liefermöglichkeiten. Weiß gar nicht, in unserem Lebensmittelladel, glaube ich, haben wir nur noch eine Liefermöglichkeit frei. Also die würde ich dann nicht verschwenden, dass wir hier einen Kaffee haben. Da bin ich etwas unschlüssig und deswegen zähle ich auf eure Meinung. Ich bleibe jetzt mal hier stehen, lasse es noch ein paar Sekunden wirken. Wir sind schon wieder am Ende der Sendung. Ja, tatsächlich, halbe Stunde ist schon wieder durch. Wir entwickeln uns langsam natürlich zu unserer eigenen Produktion von unseren Burgern. Da müssen wir dann beim nächsten Mal, jetzt ist eh schon 10:30, jetzt mache ich mal Pause, weil es schon so spät ist. Wir müssen beim nächsten Mal eh dann nochmal eine Lieferung aufgeben, da müssen wir dann nochmal genau schauen, was müssen wir alles bestellen.
Das muss dann angeliefert werden, haben wir das auch schon mal. Und dann warten wir im Grunde eigentlich nur noch auf unsere Fabrikarbeiter. Ich habe ganz ehrlich null Ahnung, wie das funktioniert, wie man die einstimmen, aber das werden wir ja alles rausfinden. Das ist das Schöne und das Spannende dran. Ja, diesen Aufbau und so weiter, das wird bestimmt ein Rechtsgefriemel. Mei, es macht mir jetzt schon Spaß. Dann machen wir eine XL, eine Sondersendung, wo wir dann das ganze Ding da aufstellen. Ich freue mich schon. Vielen Dank. Ich weiß ja nicht, ob es die nächste Folge ist, kann ich nicht versprechen, aber eine der nächsten Folgen auf alle Fälle. Jetzt brauche ich von euch einen Respond. Eure Meinung gern gefragt, wie immer. Ansonsten entscheide ich selber, was machen wir hier mit unserem Geschenkeladen. Danke fürs Zuschauen, sagt die Janik. Ist doch schön, oder? Mitmachen, mittendrin statt nur dabei. Ihr wisst es doch. Schaut das nächste Mal wieder rein. Ja, unbedingt. Ich freue mich wahnsinnig. Danke für ein Like. Wenn ihr sagt, hey, gefällt mir, finde ich super, habe ich gern zugeschaut, dann bitte auf den Daumen drücken und spart euch den Daumen nach unten. Muss gar nicht sein. Bleibt gesund. Okay. Bis zum nächsten Mal. Euer DJ Nick. Servus. Pfiat euch.